Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Landhaus Ettenbühl. Ganz herzlich willkommen. Wir haben heute jede Menge vor mit euch. Es gibt nochmal Rosenschnitt-Tipps, weil da gab es letzte Woche nochmal einige Fragen dazu. Und zwar zu Strauchrosen und aber auch zu Ramblern. Da gibt es eine Menge zu berichten. Dann habe ich euch die Story von letzter Woche noch mit den Wegen, die bei uns im Garten neu angelegt wurden, zu erzählen. Der John ist ja noch da und wir haben zusammen unten in der English Meadow den neuen tollen Kissing Gate angeschaut. Und er hat uns das erklärt. Und da gibt es wunderschöne Herbstblüher im Moment und einfach noch jede Menge andere Tipps. Also schauen wir mal zusammen, was wir da heute so alles finden in unserem Kessel Buntes. Kommt mit. So, wir machen heute mal wieder so ein paar Rückblicke mit euch. Erinnert ihr euch neulich, als wir hier die Swiss Damask zurückgeschnitten haben? Ist jetzt wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Die hatte ich ja stehen lassen, enorm hoch, aber haben sich tatsächlich auch nirgends mehr Knospen angesetzt. Ne? Hier, die hatte ich schon einen Ticken zurückgeschnitten, ihr seht es. So vereinzelte sind dann auch jetzt noch mal ein bisschen geschossen. Wir haben aber im Prinzip exakt das gleiche Ergebnis zwischen geschnitten und ungeschnitten. Das heißt, hier haben wir es natürlich jetzt einfach schon wesentlich kompakter. Hier sind sie eben hochgeschossener noch. War also gar nicht schlecht, dass wir noch zurückgeschnitten hatten zu der Zeit, aber es ist exakt das eingetreten, was der John letzte Woche im Wassergarten uns erklärt hat. Wenn man jetzt noch schneidet, alles, was eben hochschießt, im Prinzip wirklich so nach Mitte August, kann man sagen, ne, das setzt eigentlich wirklich keine Knospen mehr an und von daher eben einfach nicht mehr schneiden. Also öfter blühende Rosen, egal ob öfter blühende Strauchrosen, öfter blühende Rambler oder öfter blühende Kletterrosen. Schere weg, nicht mehr schneiden. Ich komme da aber gleich später nochmal drauf zurück, weil wir schauen eben auch noch mal unten an unseren Zäunen, auch noch mal so als Rückblick, haben wir ja auch vor ein paar Wochen gezeigt, wie die Rambler, die dort gepflanzt wurden, schnell davon geschossen sind. Da stehen ja teilweise auch einmal blühende Rambler und da gebe ich euch dann auch gleich noch mal ein paar Tipps dazu. Vorher gucken wir uns jetzt aber mal oben im Garten kurz an, was ich euch letzte Woche schon angekündigt hatte. Da wurden ja die Wege neu gemacht. Unsere Männer haben festgearbeitet, Flurschäden beseitigt und. Gucken wir mal. So, hier hatten wir ja die letzten fast zwei Wochen richtig heftig gearbeitet. Letzte Woche hatte ich euch gezeigt, wie der Wacholder hier verschwunden ist. Einige haben übrigens nachgefragt, ob der jetzt in den Totholzgarten kommt. Kommt er tatsächlich nicht. Ist nämlich kein heimisches Gehölz und das wird dann von den heimischen Käferarten, von den vielen, gar nicht so gerne angesteuert oder gar nicht eben. Und deswegen, der ist jetzt tatsächlich gehäckselt und verbrannt und wie auch immer, leider eben nicht im Totholzgarten. Aber ihr seht es halt wirklich wunderschön, wie es jetzt hier Licht und Luft gegeben hat. Wir haben jetzt die Ilex-Hecke weiter gepflanzt. Hier dieses Teilchen muss natürlich jetzt ein bisschen aufholen gegen die andere. Das wird aber schnell passieren. Unser panaschierter Girsch wieder hier unten. Ja, und das war natürlich eine richtige Baustelle. Ne? Ihr seht es hier, die ganzen Steine, die Randsteine mussten rausgenommen werden. Der Gedanke bei der ganzen Geschichte war, dass wir den Weg etwas verbreitern, weil wir tatsächlich auch mit unseren eigenen Golfautos ständig immer bei dem schmalen Weg über die Kante gefahren sind. Das ließ sich gar nicht vermeiden. Dann eben, wenn größere Gruppen von Besuchern da waren, die sind dann auch eher hier auf dem Gras gelaufen und es sah einfach wirklich nicht mehr schön aus. Das Gras hat sich nie rechts und links wieder erholt. Da haben wir natürlich durch diesen breiteren und etwas großzügigeren Weg jetzt mehr Möglichkeiten. Und dann hatten wir natürlich hier vorne das Riesenproblem am Garteneingang, dass hier ständig die riesen Pfützen sich sammelten. Es war also ein permanenter Flurschaden, man ist durch Schlamm gelaufen und. Weshalb wir dann eben gesagt haben, wir ziehen da tatsächlich eine Drainage rein, so eine Birkorinne rein, dann eben, dass hier ein Wasserrohr quasi dieses Wasser abführen kann. Und das Wasserrohr, das haben wir einfach hier rüber Richtung Gemüsegarten gelegt.
Im Prinzip eine ganz einfache Geschichte, damit es dann hinten einfach raus ins Feld laufen kann und eben dann eben entsprechend weg ist das Wasser. Ne? Und das Interessante ist, wenn man hier zum Beispiel so eine Rasenfläche braucht, jetzt um da sein Rohr durchzulegen, ihr seht das sehr, sehr schön, wie unsere Männer hier den Rasen abstechen. Und das ist nämlich wirklich, das sieht hinterher dann so aus, als wäre überhaupt nichts passiert. Ganz wichtig, also die Rasenfläche abstechen, dann wird die schön gestapelt, diese Rasenteile. Dann könnt ihr dann kann man den Graben ausheben. Wir haben das hier mit dem Bagger gemacht. Das geht natürlich auf der Strecke dann schneller, ist effektiver. Haben dann unser eben dieses grüne Drainagerohr hier reingelegt und dann eben entsprechend auch wieder zugeschüttet, logisch. Und dann eben unsere Grasstücke, unsere Grasnarben, unsere abgestochenen einfach wieder eingesetzt. Und dann seht ihr jetzt schon wunderbar, wenn man jetzt hier rüber guckt, man sieht noch so ein bisschen hier eben den Verlauf, dass da was passiert ist. Das wird aber wieder zuwachsen. Und mein Gott, Willi, der ist schon wieder am Quengeln heute Morgen. Aber eben, das ist hier im Prinzip, als wäre nichts gewesen. Und von daher, so sollte das sein. Und wir haben jetzt hier eben, wenn wir da nochmal reinschauen, ich bin echt total happy, weil es sieht richtig toll aus. Auch wenn jetzt gerade so die Sonne so ein bisschen rausguckt. Schaut mal hier eben rein. Es hat alles eine andere Großzügigkeit, ein anderes Licht und von daher wirklich eine sehr gelungene Umbauarbeit, nicht zuletzt eben mit dieser dunklen Ecke, die jetzt da durch den fehlenden Wacholder wirklich hell geworden ist. Und links seht ihr so hübsch jetzt noch die Lucy's Rose blühen vor der Spirenhecke zum Pfingstrosengarten. Auch die wird sich natürlich freuen über mehr Licht, wobei die von dem Wacholder jetzt gar nicht so in Mitleidenschaft gezogen war, aber eben, also insgesamt eine sehr schöne, gelungene Geschichte. Freue ich mich sehr. Jetzt möchte ich euch aber bei der Gelegenheit, wenn wir hier sind, noch was zeigen, weil nämlich hier direkt um die Ecke, da ist eine wunderschöne Rose, die man also auf diesem Weg hier quasi gleich zum Eingang ins Parkland antrifft bei uns. Und das ist diese herrliche Mannings Blush hier vorne. Ach genau, das muss ich euch ja eh auch noch zeigen, was es da mit diesem schwarzen Feld auf sich hat. Das war also auch ein riesen Flurschaden, den wir hier hatten. Einfach durch die vielen Füße, die dann hier auf die Grasnarbe gelaufen sind. Und auch hier hat sich das Wasser immer gesammelt. Da haben wir jetzt diese grünen Rasengitter reingemacht, eingebracht in diese Fläche und eben dann entsprechend diese Rasengitter mit guter Rasenerde quasi aufgefüllt. Das wird ja, sobald das Chorfest jetzt heute vorbei ist, dann gleich nächste Woche wird hier eingesät und dann kann der Rasen sehr schön eben über den Herbst sich jetzt hier wieder etablieren und ich nehme an, dass wir dann in Zukunft hier keine Probleme mehr haben mit den Flurschäden, aber das sehen wir natürlich dann wieder gemeinsam in unseren Videos. Was ich euch aber hier jetzt noch zeigen wollte, wenn unsere Besucher hier reinkommen in den Garten, nehmen ganz viele von ihnen einen herrlichen Apfelduft wahr. Und dann gucken sie sich immer um und denken so, wo ist der Apfel? Genau das gleiche auch am Eingang vom alten Rosengarten. Auch da steht ein Strauch dieser wunderschönen Rose Mannings Blush. Und das ist so eine Rose, die verströmt tatsächlich ihren Duft übers Laub. Wunderbar. Und hat halt diesen herrlichen Apfelduft. Also man muss gar nicht nah dran sein. Man nimmt das sofort hier wahr. Eine zweite Rose, die das übrigens auch kann, wunderbaren Duft übers Laub abzugeben, das ist Rosa Primula. Auch ganz, ganz wunderschön. Auch eine Wildrose. Die hat allerdings keinen Apfelduft, sondern die hat einen ganz, ganz herrlichen Weihrauchduft. Auch total schön. Rutsch mal ein Stückchen Seppel. Und das ist nur leider, die haben wir dieses Jahr gar nicht hier. Der Rosenmarkt, der hat sich unglaublich verändert. Ich denke auch im Prinzip nach Corona, manche Sorten sind einfach schwer oder gar nicht zu bekommen. Also Rosa Primula, absolute Liebhaberrose. Wir haben sie diese Saison nicht. Aber wer sie hat oder eben findet irgendwo mit diesem Weihrauchduft, auch wunderschön. Aber eben Mannings Blush haben wir auf jeden Fall da mit dem Apfelduft. Das war übrigens eine Frage von der Saski, die da nach dem duftenden Laub gefragt hat.
gesagt hat. Ja, und wenn wir gerade schon beim Duft sind, zwar Duft übers Laub, möchte ich euch noch ein paar Duftrosen heute raten, so ein kleines Wurzelnackt-Duft-Special nochmal mit euch machen. Ich weiß, viele von euch planen ja jetzt, wir kriegen ganz, ganz viele Fragen, immer welche Rose soll ich eher nehmen, was passt und so weiter. Und Duft ist natürlich was, was immer im Garten, auf der Terrasse, auf dem Balkon, überall, wo die Rosen nah auch bei euch sind, natürlich ganz, ganz wichtig sind. Deswegen da heute nochmal ein paar Tipps. Und einige von den Rosen haben sogar wieder eine kleine Reduktion. Die gibt es wieder als Dreierpack Wurzelnackt. Also da schaut einfach nachher nochmal rein. Steht auch unten in den Einblendungen und in der Infobox. Mr. Darcy, kennen viele von euch schon. Ne? Ich liebe diese Rose. Nicht nur wegen ihrer traumhaften Farbe. Diese herrlichen Blüten, große Blüten, ausdrucksstarke Blüten mit einer unheimlich tollen Fernwirkung. Aber eben Mr. Darcy hat einen sagenhaften Duft. Ist ja eine Rose von John Scarman, hat einen Publikumspreis auch eben für Duft bekommen und ist also wirklich ein absoluter Hingucker und eben auch insofern Hinriecher. Und ein Abkömmling von Mr. Darcy, die kennt ihr auch, die hatte ich am Muttertag erstmals vorgestellt. Das ist die Yvonne Wolf, eben aus direkter Linie quasi von Mr. Darcy gezüchtet. Und sie hat genau diesen herrlichen Duft auch mit übernommen. Ist wesentlich femininer als der Mr. Darcy, hat eben so ein schönes feminines Rosa, aber eine unglaublich starkwüchsige und schöne, ausdrucksstarke Rose auch. Und eben, wie gesagt, toller Duft, vielseitig einsetzbar. Ihr könnt sie als Dreiergruppe in großen Strauch ins Beet setzen. Ihr könnt sie aber auch einzeln in den Topf setzen oder einzeln ins Beet. Also sehr, sehr schön. Dann, was ich euch immer wahnsinnig gerne rate, gerade für den späteren Duft, und zwar sowohl später im Jahr, weil sie erst so Mitte Juni, Ende Juni anfängt zu blühen, das ist die Lady Scarman. Und ihr kennt sie bei uns aus der Yellow Brick Road, von unserem Pavillon im Hochzeitsgarten, verschiedenste Plätze, die sie bei uns im Garten schmückt. Aber eben nicht nur schmückt, sondern sie hat halt einfach auch diesen berauschenden Moschata-Rosenduft, ganz herrlich. Und das Interessante daran ist, dass sie eben auch später am Tag duftet. Also die meisten Rosen duften häufig schon früh morgens oder eher am Morgen. Und die Lady Scarman verwöhnt unsere Besucher immer am Mittag und späten Nachmittag nochmal mit ihrem berauschenden Duft, was natürlich sehr, sehr schön ist. Dann einer meiner großen Lieblinge, und ich muss wirklich sagen, seit Kindesbeinen an schon. Es war nämlich eine der ersten alten, historischen, duftenden, öfter blühenden Rosen, die hier bei uns im Garten damals gelandet ist. Das ist Comte de Chambord. Und ich finde nach wie vor, nach all diesen Jahren, ist mir dieser Comte de Chambord immer noch so nah ans Herz gewachsen, weil er einfach unglaublich romantisch ist. Diese Rose hat eine wunderschöne, altmodische, geviertelte Blüte. Hat einen unglaublich tollen Duft, der einen wirklich sofort lächeln lässt und ist eine Rose, die sehr vielseitig ist. Die kann ich toll eben auch wiederum als eine schöne, kompakte Dreiergruppe im Beet setzen, aber natürlich wieder auch einzeln, je nachdem, wie man das möchte. Toll im Topf, ganz super auf dem Balkon oder der Terrasse, wenn ihr sie im Topf haben möchtet und diesen Duft genießen möchtet. Eine super schöne Vasenblume, die auch wirklich sich sehr gut hält. Also ganz, ganz prima. Kommt Chambord, eine meiner totalen Favoritinnen. Und dann noch eine weitere, vielleicht einfach so ein bisschen Lavendelfarben noch. Das ist ja sehr, sehr in und sehr gefragt. Das ist das Blue Girl. Blue Girl ist auch eine tolle Strauchrose. Wiederum ähnlich vom Wuchs und Habitus wie Comte de Chambord. Wächst sehr, sehr kompakt. Hat eben dieses Lavendel, diesen Lavendelton in der Blüte. Hat wirklich einen exquisiten Duft auch dabei. Auch toll für Beete, toll für Töpfe, toll für Vasen. Also auch wenn er wirklich nach Duft schaut und was ausdrucksstarken dazu, ist das Blue Girl wirklich richtig, richtig super. Und wenn wir noch ein bisschen klettern lassen wollen, gibt natürlich auch viele Kletterrosen, die toll duften. Da haben wir die Zephyrine Drouin. Die rate ich immer gerne, wenn man vor allem was nahezu Stachelloses sucht. Die hat nämlich fast keine Stacheln und hat auch eine sehr schöne, sehr leuchtende, pinke, ausdrucksstarke Blüte. Einen sehr, sehr guten Duft und hat den Vorzug, dass sie auch gut an schattigen Nordwänden wächst. Wir haben sie bei uns am Restaurant stehen, also wirklich eine sehr zuverlässige Kletterrose, die fast im Schatten besser ist als in der Sonne. Das Gegenteil davon, die möchte gerne die Sonne haben, das ist Sombreuil. Die kennt ihr von unserer Granny's Walk-Wand mit diesen herrlichen, auch sehr, sehr altmodischen, schönen, gefüllten
duftenden, herrlichen Blüten, ausdauernd blühend durch den Sommer hindurch. Sombreuil, also auch wirklich eine der absoluten Gewinnerrosen meiner Meinung nach, wenn es um Duft geht. Also das waren im Prinzip jetzt mal so ein paar Wurzelnackte, die jetzt dann demnächst im Oktober hier bei uns ankommen. Reserviert wirklich früh bestellt jetzt, weil es unglaubliche Nachfrage dieses Jahr. Alle scheinen echt in den Startlöchern zu stehen und zu planen. Guckt nochmal bei uns auch in den Newsletter rein. Wie gesagt, nicht alle von den Rosen, die ich euch jetzt genannt habe, sind reduziert, aber bei manchen, eben bei Mr. Darcy, bei Comte de Chambord und Blue Girl, können wir euch wieder tolle Dreiergruppen eben zum Vorzugswurzelnacktpreis anbieten. Genau, Seppel, was noch? Was beobachtest du da oben? Irgendwas los, Eichhörnchen, sonst was. Blumenzwiebeln sind angekommen, könnt ihr auch schon mal im Shop kommen, gucken, da werden wir aber nächste Woche drüber sprechen. Und dann ist gefragt worden, eben genau, gibt es die Sailboats wieder? Wie gesagt, nächste Woche schauen wir uns an. Sailboats sind eben auch Blumenzwiebeln. Dann hatte die Sandra nochmal gefragt, eben nach dem Schnitt von Sommerfliedern. Haben wir diese Woche tatsächlich gemacht. Der John war nämllich da. Zeigen wir euch aber nächste Woche, sonst wären wir heute ein bisschen arg lang. Und es hat auch noch Zeit. Da ist jetzt keine Gefahr in Verzug. Also von daher hat es noch ein bisschen Zeit. Aber der John war natürlich auch da. Und wir haben die Zeit genutzt, um unseren wunderschönen neuen Zaun unten an der English Meadow fertigzustellen mit dem Kissing Gate. Ist ja alles angekommen jetzt die Tage auf der großen Palette, die einzelnen Teile. Der war ja in einzelne Teile zerlegt, dieser Zaun. Dann haben unsere Männer erst richtig ausgemessen und irgendwie ausgegraben, dass das alles irgendwie richtig da unten aufgebaut werden kann, und haben dann eben nach und nach diesen Zaun hergestellt. Mit Johns Augenmaß natürlich alles schön ausgerichtet, und von daher ja, da steht ja nun unser wunderschöner Zaun, wie ihr seht. Und Herr John erklärt uns mal ein bisschen was, was es mit diesen wunderbaren, alten, altmodischen, traditionellen englischen Zäunen auf sich hat. So, hier sind wir. Endlich ist er fertig, unser lang angekündigter Kissing Gate. Ja. Fans, erzähl uns, John, das war ja eine ganze Menge Arbeit. Der kam in Einzelteilen hier auf der Palette an. Aber erzähl uns erstmal, was ist das für ein Material? Das sieht so wunderschön natürlich aus. It's chestnut, sweet chestnut, the one that you eat. Esskastanie. Ja. And it's split along the natural weaves and lines of the grain of the wood. Yeah. So it's not all beautifully planed, and it has this sort of look. And it will last at least 20 years. Wow, super. And the construction, which you can see there, is really, you know, very much one without nails, without glue. It's just exactly how it would have been done hundreds of years ago. Yeah. Also John sagt, so hätte man diesen Zaun auch vor hunderten von Jahren hergestellt. Das ist, wie gesagt, Esskastanie, einfach dem natürlichen quasi Fluss des Stammes, des Baumstamms daraus geschnitten, nicht mit der Maschine, it's done by hand, right? Ja. Und ist ein Holz, das sicherlich 20, 25 Jahre gut hält. Es sind keine Schrauben verwendet worden, kein Kleber, keine Muttern, kein irgendwas, sondern man sieht eben sehr, sehr schön, tolle Arbeit. Hier werden diese Streben, wie will man es nennen, eben eingehängt, reingesteckt, und ist natürlich eben daher dieser wunderschöne natürliche Anmutung. So, do you see these fences like that all over the UK? Is that very common in the UK? Sieht man die überall in England? It is, but it's quite expensive, so yeah. People tend to go for the sort of cheaper option. But it doesn't have the look. Yeah. It doesn't have the look, and we wanted to create something here that was very much sort of rural. Also das ist halt wirklich nicht die günstigste Lösung. Klar, kann nicht jeder stellt sich wirklich so einen quasi historischen, hochwertigen Zaun irgendwo hin. Ist natürlich auch eher so in einem rustikaleren Setting, wie jetzt hier mit, wir werden ja eventuell, kommen wir gleich noch drauf, Schafe etc. hier haben. Aber ist natürlich einfach wirklich dieser natürliche Look, den wir hier auf dieser English Meadow haben wollten. John, warum heißt das Ding
hier Kissing Gate. Wieso nennt man das hier Kissing Gate? The first thing about Kissing Gate is that it allows you to go in and out of the field. Yeah. Without actually having a problem with the animals coming out with you. Okay. So that's exactly how you do it. That's your kissing gate. Okay. But tradition had it, going back to Shakespeare's time, that when one of you was halfway through, you could then kiss the other one over the top. Okay. And so this became a very popular thing with young lads taking their sweethearts out for a walk, because then he could get an excuse to kiss her. Aha, man findet immer irgendeine Möglichkeit. Also, der Kissing Gate ist was ganz, ganz Klassisches. Ist ursprünglich natürlich und auch hier jetzt gedacht, dass zum Beispiel Pferde, Vieh oder Schafe, wie in unserem Fall hier, eben nicht mit durch können. Wenn man hier rausgeht und durchläuft, dann hat man eben hier die Möglichkeit, durchzugehen und dann wird er wieder geschlossen und eben das Vieh kann da nicht einfach hinterher. Aber, hat der John gerade gesagt, in Shakespeares Zeiten und eben dann auch traditionell später in England ist der Kissing Gate immer so dieses Spielchen junger Liebender gewesen, die dann irgendwo sich auf einen kleinen Spaziergang in der Countryside aufgemacht haben, dass eben der eine, der schon durch war und der andere, der noch auf der anderen Seite war, dass es dann ein Küsschen gab. Und das ist natürlich eben, hat sich quasi als Tradition fortgesetzt. Is it still today? Oh, do very much, yeah? Very much so. I okay. Mean, das ist gut. Also werden wir das doch hier auch bei uns etablieren, oder? Das ist doch eine schöne Sache. Werden wir hier noch ein Schild aufschreiben, dass alle wissen, wie sie mit dem Kissing Gate umzugehen haben. Unsere English Meadow liegt ja quasi von der Mammutbaumallee aus gesehen hinter unserem Kissing Gate, hinter unserem schönen Fence jetzt. Und erzähl uns noch mal kurz, John, hier, wie unsere Buchen. Was denkst du, wie lange die brauchen, bis die hier den Tunnel durchgemacht haben? They'll be fairly quick. We don't want to have a formal tunnel. Yeah. The idea is that we have a sunken lane and the growth is arching over the top of it. Mm-hmm. So we're not going to sort of prune it, but we're just going to take a few branches down just to give us that suggestion over the years. Okay, also hier haben wir ja so einen versunkenen Weg, der hier eben unter diesem Bogen oder unter diesem Tunnel liegt. Der John sagt eben, die Bäume werden relativ schnell hier hoch gehen und es wird gar nicht alles ganz ordentlich gebunden und wie auch immer, das soll wirklich so dann diese schöne natürliche Anmutung haben und dann kommt man eben raus in die English Meadow mit ihren schönen Baumgruppen, mit den Eichengruppen, die wir gepflanzt haben. Exactly. Yeah. Und dann wird es natürlich einen schönen Spaziergang geben für unsere Besucher, die durch den Kissing Gate gegangen sind. Yes, dann vielleicht die Schafe treffen, die hoffentlich dann nächstes Frühjahr bei uns hier einziehen. Und dann wird das alles eine schöne Experience. Ja, John, thank you very much. Pleasure as ever. Also ich freue mich total, dass das jetzt hier bei uns ist und wir diesen wunderschönen, natürlichen englischen Look genießen dürfen. Und schauen wir mal, was dein nächstes Projekt ist. Indeed. Ich glaube, er hat schon weitere Ideen. I'm sure you have more ideas. I do, okay. I do. So, seid gespannt. Okay. Also ich finde, das ist wieder ein so tolles und schönes, gelungenes Projekt von John. Ich bin wirklich gespannt, was da demnächst dann als nächstes von ihm kommt. Er hat ja jede Menge andere Geschichten noch vor. Vor allem natürlich auf unserer alten Verkaufsfläche. Da kommen wir demnächst auch bei euch rüber mit den neuesten Plänen, damit ihr da eben dann möglichst früh auch mitkriegt, was da passiert und geplant ist. Schaut mal, wie schön. Fette Henne, ist die nicht toll? Jetzt im Herbst, wunderschön. Auch hier mit dem Ettenbühler Glöckchen, mit den Hagebutten. Überhaupt der Herbstflor, natürlich richtig wunderschön. Jetzt die Gauras hier hinten teilweise noch. Die Sonnenhüte sind natürlich schön. Ich zeige euch gleich noch unten in der Gärtnerei einiges, was da jetzt noch so an Herbstflor ist. Schaut mal hier, die herrlichen Lollipops, wie süß.
Genau, aber vorher wollte ich euch unten an den Zäunen noch ein kleines Update geben. Hatte ich ja vorhin schon angekündigt. Ne? Wir hatten ja an den Zäunen in der Gärtnerei schon einiges an Ramblern vor ein paar Wochen gepflanzt. Jetzt eben die anderen Ramblern noch dazu gepflanzt, die restliche Strecke. Aber guckt mal, was ein Chaos. Ja? Und da hat es auch einige Fragen dazu gegeben, eben zu Ramblern. Wie schneide ich da jetzt? Und da gebe ich euch jetzt eben noch mal unten ein paar Tipps dazu. So, ihr seht's. Wann haben wir neulich das Video gedreht? 4 Wochen maximal, oder? Als ich euch das letzte Mal die Rambler hier gezeigt habe. Und wie schnell das geht, dass die hier überall wieder nach außen wachsen. Jetzt ist es so bei uns, ich meine, ich habe hier keinen Nachbarn, hier fahren irgendwie LKWs durch und so, alles kein Thema. Da kann ich natürlich jetzt auch solche Triebe hier einfach außen anbinden und kann sagen, okay, gut, da mache ich mir keinen großen Kopf drüber. Das wird dann auch so schön dicht und ich habe da keinen Stress. Aber wenn ihr natürlich einen Nachbarn habt, der das nicht so toll findet, bei dem das alles durchgeht, dann müsst ihr halt wirklich ein bisschen mehr was tun und arbeiten und dann tatsächlich wieder hingehen und diese ganzen Freunde auf die andere Seite bringen. Jetzt könnt ihr natürlich das nicht machen, weil ich stehe jetzt gerade im Nachbarsgarten, richtig? Deswegen gehen wir mal auf die andere Seite rüber und schauen uns mal da an, wie wir die wieder hier rüber kriegen. Also das will ich euch einfach nochmal gezeigt haben, so als Update. Da müsst ihr natürlich immer schauen, dass das bei euch einfach für euch auch in euren Gärten funktioniert. Ne? Wie gesagt, wenn ihr einen Nachbarn habt, der sich auch dran freut und ihr vielleicht das als nachbarschaftliches Gemeinschaftsprojekt machen könnt, ist das auch nicht schlecht. Hier, den binden wir jetzt zum Beispiel wieder dann hier oben an. Ne? Und, aber jetzt geht es erstmal darum, diese ganzen Triebe wieder hier rüber zu holen. Da bricht vielleicht der ein oder andere Trieb dann auch. Aber im Prinzip, ihr seht da, ich kann da relativ heftig zur Sache gehen. Die sind noch schön biegbar. Und dann holt ihr euch die einfach wieder auf eure Seite rüber. Wie gesagt, wenn der Nachbar mitspielt, dann soll er die auf der anderen Seite einfach auch festmachen. Das ist kein Riesenthema. Oder man schneidet sie dann einfach auf der anderen Seite ab, gibt natürlich dann wieder Stimulus, damit es hier auf dieser Seite mehr wird. Also ich werde sie euch demnächst nochmal zeigen, wenn sie dann wieder hier ordentlich aufgebunden sind, so als Follow-up-Projekt, dass ihr das immer wieder seht. Aber eben, ist halt schon erstaunlich. Ne? Guckt euch das an, was in der kurzen Zeit wieder passiert ist. Und da einfach auch nochmal die Frage anschließend, wir hatten ja letzte Woche mit John gesagt, stopp, sagte der große Meister, nichts mehr schneiden. Da ging es um die öfter blühenden Strauchrosen. Es sind ganz viele Fragen jetzt nochmal die Woche reingekommen. Ja, was ist mit meinen Ramblern? Ich habe einen Rambler, Bobby James, Scarman Simulane, Musk, was weiß ich was, einmal blühende Rambler. Wenn es euch da jetzt zu viel wird, könnt ihr die natürlich jederzeit auch zurückschneiden. Alles, was einmal blühend ist, kein Stimulus zum Austrieb. Also wenn es euch da zu viel wird, ach, die zwei Brüder haben sich mal wieder gefunden. Haben wir wieder richtig Spaß heute Morgen. Ihr Gauner, ihr zwei. Also, einmal blühend hier. Ne? Wenn es euch da zu viel wird, egal ob es euer Saunahäuschen ist oder ob es sonst wo ist und ihr braucht diese langen Triebe im Moment nicht, weil es euch einfach zu viel wird. Oben auf dem Pavillon, auf der Garage, auf dem Carport, wo auch immer. Könnt ihr jetzt zurückschneiden. Überhaupt kein Problem. Einmal blühende Strauchrosen, einmal blühende Rambler, kein Stimulus. Öfter blühende Strauchrosen, öfter blühende Rambler, öfter blühende Kletterrosen. Heieiei. Die auf jeden Fall jetzt nicht mehr anfassen. Okay? So, wenn ihr Fragen dazu habt, einfach unten wieder in die Box rein. Helfen wir euch gerne weiter. Wie gesagt, ihr dürft auch gerne kleine Videos schicken von euch. Also nicht von euch, also von euch auch natürlich, aber von euren Gärten oder euren Problemen oder euren Fragen können wir dann zeigen und eben auch besprechen im Video. Also jederzeit gern her damit oder Fotos natürlich. So, dann gucken wir uns noch ein paar Herbstblüher an und schauen mal, was diese zwei Rabauken hier treiben. Ihr müsst übrigens noch hier Seppels Flugshow, die haben wir gestern schon ein bisschen gefilmt gehabt, hier auf den Tischen, was so da ist. Und guckt euch mal den Seppel an, kleiner peinlich Moment, aber sagt es nicht weiter, okay, psst, nur unter uns. Aber guckt mal, wie schön jetzt hier
nicht nur der Willi und der Seppe Gaurer noch wunderschön hier. Was ich natürlich im Herbst auch immer toll finde, das sind hier die fetten Hennen. Das ist natürlich sehr schön. Vorne noch die kleinen Caryopterisse, die Bartblumen. Astern sind natürlich wirklich jetzt im Herbst, was nicht wegzudenken ist, natürlich sehr, sehr schön. Hier eben auch noch ein paar schöne Sonnenhüte, die auch immer tolle Farbe noch in den Spätsommer- und Herbstgarten reinbringen. Und was haben wir hier noch? Da haben wir eine kleine weiße Aster, glaube ich. Lass mal gucken. Genau, die Kissenaster, auch sehr schön, gerade am Aufblühen. Dann haben wir hier natürlich nochmal die Mädchenaugen und den Willi. Genau. Und dann haben wir hier nochmal den Knöterich. Sehr, sehr schön. Also von daher jetzt auch wirklich noch eine schöne Zeit. Also die Gaura finde ich ist halt auch immer wirklich toll, ne? Wie lange die doch hier im Sommer und im Spätsommer da richtig noch Schönheit in den Garten bringen. Amistad, Sumpfsalbei noch da. Ja, und total schön. Eben mal nicht in Blau, sondern hier in Rosa. Caryopteris natürlich auch schön, ne? Muss ja nicht immer blau sein. Genauso beliebt bei den Bienen. Also wirklich sehr, sehr schön. Ja, ihr Lieben, was habe ich noch für euch? Ja, heute ist Chorfestival bei uns. Da kommen über 500 Sängerinnen und Sänger und werden hier in den Gärten singen, Seppel. Das wird total schön bei traumhaftem Wetter. Die Vorbereitungen die ganze Woche waren nicht ganz so toll. Es hat unheimlich gestürmt und geregnet teilweise. Aber wir haben alles hingekriegt und vor allem dürfen wir uns jetzt heute, glaube ich, auf einen ganz schönen, stabilen Tag freuen. Also wer Lust hat und in der Nähe ist, der darf gerne noch vorbeikommen. Freuen wir uns natürlich kurzfristig, gar kein Problem. Und wer nicht schafft, dann zeigen wir euch nächste Woche ein paar Ausschnitte, was so los war beim Chorfestival natürlich, dass ihr das auch mitkriegt. Und für heute wünsche ich euch einfach einen wunderschönen Sonntag, egal wo ihr seid. Genießt eure Gärten, eure Balkone, eure Terrassen. Habt einfach Spaß, wie Seppel und Daisy hier und Willi. Die Daisy ist nämlich mittlerweile auch wieder angekommen. Und genießt einfach den Tag. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.